Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2 mit mir, eurem Illyria. Und wir machen erstmal weiter. Und zwar war das Kampagne. Die Menschheit, da waren wir. Und hier. Das 20. Jahrhundert ist angebrochen. Die europäischen Großmächte sind dabei, die letzten Fetzen der Weltkarte unter sich aufzuteilen. Das deutsche Kaiserreich will endlich auch einen Platz an der Sonne. Es wittert seine Chancen am Bosporus, wo der launische Sultan Abdülhamid II. Über ein riesiges Gebiet herrscht. Zeit, den Deutschen das größte Infrastrukturprojekt in ganz Kleinasien zu sichern. Na, da sind wir doch mal gespannt. Ich bin besonders auf die Mission gespannt. Dann starten wir doch mal. Eine Bagdad-Bahn. Mal gucken. Hauptsache, ich darf Züge bauen. Es gibt nichts Schöneres als Züge. Das sagenumwobene Morgenland. Das Reich von Tausend und einer Nacht. Wo Milch und Honig fließen. Sieht für mich aus wie Wasser. Die Bagdad-Bahn ist der Schlüssel zum Orient. Sie wird dem Kaiserreich Zugang zu wertvollen Ressourcen verschaffen. Finanziert wird das Bahnprojekt von der Deutschen Bank. Oh, wusste ich gar nicht. Und du sollst dafür sorgen, dass vor Ort alles mit rechten Dingen zugeht. Eine Bahn von Bagdad nach Stambul. Erschaffen durch solide deutsche Ingenieurskunst. Ein mutiges Unterfangen. Solange das Projekt noch keine Rendite abwirft, hat der Sultan angeboten, allfällige Verluste mit seinen Steuereinnahmen zu tilgen. Da hilft man der hiesigen Landwirtschaft doch gern, ihre Erträge zu steigern. Sorge dafür, dass sich die Getreideproduktion erfreulich entwickelt. Damit wird auch die Finanzierung der Bagdad-Bahn sichergestellt. Dank deiner logistischen Unterstützung wird die Nahrungsmittelproduktion bald Fahrt aufnehmen. Das klingt nochmal nach einer interessanten Mission. Ich weiß, dass die Geschichte hier bei Transport Fever 2 der realen Geschichte nachempfunden sein soll und darüber bin ich gerade besonders neugierig und interessiert darüber, welche Geschichte damals seinen Lauf nahm. Liefere Lebensmittel in die Städte, damit die Lebensmittelfabrik expandieren kann. Das machen wir doch. Hier ist die Lebensmittelfabrik. So, die wollen zweimal Getreide für ein Brot. Okay, machen wir das. So, das ist Konya. Das ist Eregli. Und hier ist Adana. Und hier unten ist Aleppo. Passagier und Güter. Sehe ich das gerade richtig? Aleppo Bahnhof. Tatsächlich. Moment mal. Geht das wirklich, was ich gerade sehe? Ein Gleis für Güter und für Personen? Für Personentransport? Das wusste ich nicht. Also wenn das funktioniert, das ist mir gerade neu. Naja, man lernt ja nie aus. So, ich soll jedenfalls Getreide dahin liefern. Die Frage ist, wo ist Getreide? Schauen wir doch mal. Also hier ist ein Maschinenlager. Was ist das denn hier? Kann man nicht anklicken. Aber hier ist ein Bahnhof von mir, oder? Nö. Kann ich nie anklicken. Das heißt, das ist nicht mal... Habe ich hier Konkurrenz oder sowas? Ich kann jedenfalls nicht anklicken. Linienmanager. Keine Linie und keine Fahrzeuge. Cool. Konkurrenz. Das würde ich mir sowieso im Spiel wünschen. So ein bisschen Konkurrenz. Die Musik passt gerade. Finde ich cool. So, das ist jetzt
Mir liegt der Name auf der Zunge. Bitte lacht mich nicht aus. Ich weiß, was das für ein Gebäude ist. Mir liegt der Name auf der Zunge. Dein legendärer Landsmann Kara Benemsi kreuzt deine Wege. Welch ein großartiger Zufall. Der Name kommt bekannt vor. Begleite den furchtlosen Abenteurer und stehe ihm mit Rat und Tat zur Seite. Kara Benemsi, der Name kommt mir bekannt vor. Wir zustimmen. Oh weh. Sir David Lindsay, deines Landsmanns englischer Mitreisender, hat sich die gefürchtete Aleppo-Beule eingefangen. Oh je. Auf seiner ohnehin beachtlichen Nase wuchert ein horribles Geschwür. Ein Wüstenkraut verspricht Heilung. Allerdings findet sich das Gewächs nur in ganz bestimmten Höhenlagen. Sammle 3 Schlangenweidenbüsche in einer Höhenlage zwischen 220 und 230 Metern ein. Haben wir wieder ein Wimmelbildspiel? 3 Schlangenweidenbüsche in einer Höhenlage. Oh Mann, das klingt für mich wieder wie ein Wimmelbildspiel. Jetzt nur so Gebüsch, aber oh no, ich darf wieder suchen. Wie immer gilt, wenn ich es nicht finde, machen wir die normalen Mission weiter. Es sei denn, mit Sammeln ist wieder das eine Tool gemeint worden. Ich weiß es nicht. Ich verliere Geld, aber sonst passiert nichts. Lassen wir das Tool und suchen es mal so mit der Maus weiter. Weil ich eigentlich die Hoffnung habe, dass es was zum Anklicken ist. Wächst nur in ganz bestimmten Höhenlagen. Sammle 3. Sammeln verstehe ich mit Anklicken. Klickt das alles gerade an, aber es passiert nichts. Ist auch nichts. Nehmen wir mal das Höhenlayout. Okay, dunkelgrün steht also demnach für die korrekte Höhe. Gibt's das woanders noch? Hellgrün, also wird das nicht die richtige Höhe sein. 220 und 230 Meter. Oh. Er zeigt mir die aktuelle Höhe an. Wieso habe ich das nicht vorher bemerkt? Gibt's doch anders diese Höhe. 200, das heißt aber 220. Meter. Er hat mal hier gesagt. 256 Meter. Ei, Karamba. Demnach müsste das hier sein, theoretisch. Die Frage ist nur, wo könnte dieses Gestrüpp sein? Bei diesem Layout sehe ich bedauerlicherweise nichts. Oh.
Okay. Ich würde sagen, wir finden so ein... Was ist das denn hier für ein Loch? Also ich würde sagen, so finden wir es bedauerlicherweise nicht. Es dürfte schwer zu tief sein. Okay. Viel zu tief, da finden wir nichts. Gehen wir mal hier rüber nachgucken. Schlangenweidenbüsche sammeln. Ja, wie soll ich die Büsche sammeln? Das ist zu tief, das weiß ich. Das ist nah dran. Genau, das dürfte auch die Höhe sein. Hier sind auch Büsche. Nö, ich würde sagen, so geht das wohl nicht. Fair. Nö. So geht's auch nicht. Anklicken kann ich auch nichts. Gut, da sind wir wieder bei dem alten Thema mit den Nichtfinden. Und ich würde sagen, wir gehen der normalen Mission weiter, weil das ist mir jetzt doch ein bisschen zu langwierig, hier Wimmelbild zu spielen. Vor allen Dingen zu viel Zeitverlust. So, also, wir brauchen Getreide. Da haben wir es auch schon gefunden. Das stellt Getreide her. Da können wir sogar nochmal LKWs für benutzen, weil von hier bis nach da, das sind kurze Wege. Gut, machen wir das doch mal. Also, Gebäude. LKW-Station. Na. Na komm, vier falsche Tasten gedrückt. R, F, F, okay. So. Einen dahin. Und einen dahin. Zack. Dann brauchen wir ein Depot. Zack. Machen eine Linie fertig. Neue Linie. Und zwar von hier nach da. Ach, warte mal, die Linie nehmen wir doch immer. Genau. Geht Reide. Neues Fahrzeug kaufen. Cargo. DMG Cannstatt. Cannstatt. Die Daimler Motorengesellschaft war ein deutscher Motoren- und später Automobilhersteller, der zwischen 1890 und 1926 tätig war. Interessant. So, 25 km/h. 5 Kapazität. Ich würde sagen, Geschwindigkeit macht auf jeden Fall was aus. Machen wir mal 4 Stück für den Anfang. Zack, und geben in der Linie Getreide. Das nervt mich gerade hier. Ganz ehrlich, das nervt mich gerade. Ich bin nicht so ein großer Wimmelbild-Spiel-Fan, also... Ja, vor allen Dingen fürs Let's Plays ist auch Wimmelbild nicht unbedingt geeignet, weil man da lange nichts tut und einfach nur auf dem Bildschirm starrt, um was zu suchen. Ja, aber wunderbar. Wir haben schon 20 Getreide. Oh, guckt euch die Fahrzeuge an. Diese, oh, die sind so putzig. Daimler Motorengesellschaft Cannstatt. Oh yeah.
Wo warten ja seine Hände? Guck mal, der betet sein Fahrzeug an, damit das fährt und lenkt für ihn. Er braucht das Lenkrad nicht mal anzufassen. Na, das nenne ich doch mal... Boah, das ist doch mal eine Revolution an Fahrzeugen. Ah, herrlich. Aber wohnen und leben wollte ich hier nicht, das wäre mir zu heiß. Das wäre mir ein zu heißes Land. Weil Orient ist ja ein Land, wo immer die Sonne scheint. Naja, ich als Mensch, der den Winter oder die kalte Jahreszeit lieber mag, na, für mich weniger geeignet. So. Bling! Also, das funktioniert schon mal. Wir haben hier Brot. So, und jetzt soll das Lebensmittel in die Städte, damit die Lebensmittel... Okay. Vergrößern. Erstmal soll es darum gehen, die Fabrik zu vergrößern. Okay. Level. Wahrscheinlich ist das damit gemeint worden. Ich würde sagen, es wird ein etwas längerwieriges. Gut. So, wo wollen die Lebensmittel haben? Mal gucken, wo ging das nochmal? Schiffbare Gewässer, Landnutzung, Landnutzung. Industrie ist hier oben. Wahrscheinlich die Gewerbe. Güter. Jawohl. Die wollen Brot haben. Aha. Dafür können wir auch LKWs verwenden. Dafür ein Zug ist ein bisschen... Naja. Ich bin zwar ein absoluter Zugfan, aber das muss sogar ich zugeben. Das wäre ein bisschen verrückt. Aber es reicht aus, seht ihr? Es reicht aus, um da bis hinten hinzukommen. So. Nach Konia. Neue Linie. Brot. Konia. Und zwar von hier nach da. Bam. Fahrzeuge kaufen. Erstmal drei Stück. Nach Brot für Konia. Aber da ist gerade was mir durch den Kopf geht, was ich nicht gerne habe, wenn die Fahrzeuge leer fahren. Das kann ich eigentlich nicht leiden. Weil Leerfahrten kosten unnötig Geld. Getreide mache ich das gleiche. Aber erstmal muss ich dafür benennen, die Anlagen. Konia. Lebensmittelfabrik. So, das ist jetzt Eregli Farm Süd. Eregli Farm. Eregli Farm. So. Jetzt kann ich auch die Linie ein bisschen bearbeiten, dass auch die ein bisschen besser läuft. So, Eregli Farm, bitte, wenn voll. Keine Leerfahrten, bitte. Aber ich glaube, die gibt es sowieso nicht mehr. Schaut euch das mal an hier. Schaut euch das mal an. Da war ja was. Eine komische Straße. Eine sehr komische Straße, aber wenn es funktioniert, ist mir das wurscht. Ja, doch, ich würde sagen. Nicht hübsch, aber selten. Er fährt leer, obwohl ich gesagt habe, bitte keine Leerfahrt.
Ach nee, warte mal. Doch, die müssen sich ja wieder einpendeln. Hat sich erledigt. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. So. Du lädst Brot ein. So, muss das funktionieren. Wie genau funktioniert das? Wie genau bringe ich das Ding zum Wachsen? Das weiß ich nämlich noch nicht so 100% genau. Soll wahrscheinlich das Ding vollpumpen mit Klamotten, richtig? Im Lager hat er absolut nichts. Ich würde sagen, ich nehme noch ein paar Fahrzeuge. Wie war das noch mit dem Klonen? Thais. Fahrzeug verwalten. Oh. Einfach klonen klicken, wa? Ja komm, hau rein! Easy peasy, machen wir. So. Wollen wir mal schauen, dass wir das hier richtig vollgefropft kriegen mit Weizen. Oder mit Getreide, beziehungsweise. Das gefällt mir gar nicht, wie die Straße gebaut ist, aber naja. Wenn es funktioniert und nicht behindert wird. Aber mit einer zusätzlichen Straßeneinfahrt ist ungemein praktisch, wenn man zwei hat. Also zwei Bahn, also nicht, nein, wenn man zwei Haltestationen verwendet. So, wie sieht's aus mit der Stadt? Ich möchte wissen, wie es der Stadt geht. So. Versorgung Brot. Null. Wo geht das Brot hin, was ich hinliefere? Eins von 117. Na, das kann ja heiter werden, das dauert aber ewig. Um uns nicht damit beschäftigen, ich würde sagen, ich möchte ganz gerne noch ein anderes System bauen. Und zwar hätte ich ganz gerne Personentransport. Menno, ich will Züge fahren. Also ich darf auf jeden Fall bauen. Dann gehe ich mal davon aus, ich darf auch Züge kaufen. Machen wir mal von Eregli nach Konya. Ich glaube, dann mache ich das anders. Also Züge auf jeden Fall, aber ich denke, hier setze ich eine Straßenbahn ein. Ja. Eine Straßenbahn. Gebäude. Passagierkopfbahnhof. 120 Meter. Setzen wir mal hier hin. Also könnte man auch schrägerweise eine geile Herausforderung haben. Aber ich glaube, die Strecke ist zu buckelig. Eine geile Herausforderung. Aber seht ihr, guck mal, eine rote Linie. Hier darf ich sowieso nicht bauen. Alles klar. Dann hat sich das doch sowieso gleich erledigt. So. Aber wir wollen auch einen Busverkehr haben. Jetzt sind wir Gleise. Eine niedliche Kurzstrecke, würde ich mal sagen. Eine ganz niedliche Kurzstrecke. Aber ich denke mal, das wird sich in jedem Fall auszahlen. Wie lasse ich die Straßenbahn fahren? Hier runter und dann hier entlang, ne? Würde ich mal sagen.
Machen wir da mal eine Bus-Tram-Station mit nur einer Seite. Bam. Die können direkt drüber gehen. Das ist praktisch. Warte, ich habe was vergessen anzuklicken. Kann das sein? Zack. Konfigurieren. Ich möchte gerne ein Tramgleis. Ob es schon elektrisch geht, werde ich gleich herausfinden, wenn ich ein Depot gebaut habe für Trams. Aber ob die schon elektrisch können, das steht auf einem anderen Blatt. Oberleitungen? Nein, kosten unnötig. So, was gibt es für Trams? Es gibt elektrische. 21, 11, Stadtbahnhalle, Dampftram. Oh, Pferdebahn. Also, das ist schon ganz niedlich, aber ich würde sagen, wir gehen schon auf die modernere. Nee, warte. Oh, guck dich den Preis mal an. Die kostet 255.111 und die kostet 93.000, aber das kommt drauf an. Also, die kann 11 transportieren, die 21. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei der hier. Eine zweiachsige elektrische Tram mit beidseitig offener Plattform der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft Stadtbahn Halle. Interessant. Nehmen wir gleich mal 4 Stück davon. Erst wenn es zu voll werden sollte, müssen wir die natürlich upgraden zu einer besseren. Gut, also. Erstmal hier nochmal das Gebäude modernisieren. Also beziehungsweise elektrisch. Wir haben ja jetzt gesagt, wir machen elektrisch. Straßen, Upgrade mit Oberleitung. Ich habe überlegen gerade, ob das jetzt richtig war, was ich gesagt habe, aber ja, ist es. Fahren wir so mitten hier durch, würde ich sagen. Bam, 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 bam. Bam. Ach komm, zu früh geklickt. Wir brauchen noch Haltestellen. Was ist das denn hier? Truck Unload Stop. Aha. Warum denke ich da nie dran? Keine Ahnung, ist auch wurscht. Okay, fangen wir mal an. Lassen wir mal hier lang fahren. So, und die letzte Station kommt dahin, das passt. So, das ist für Eregli. Neue Linie. Eregli. Tram 1. Oh, ist doch falsch geschrieben, oder? So, Eregli Tram 1. Da, 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 da und zurück. Passt. So, ihr nimmt bitte die Eregli Tram 1 Linie. Kabum. Bazinga. So, erstmal hier noch. Wir brauchen noch, natürlich noch ein Gebäude hier, ein Zugdepot. Bam. Straßen. Straßen. Gleise, nicht Straßen. Die schönste Erfindung der Welt fährt auf Gleisen, nicht auf Straßen. Zack. So. Und mal schauen, wie viele wollen wohl pendeln. Aber nehmen wir erstmal, ich würde sagen, einen kleineren Zug. 100 km/h. Wow. Das ist ja schon mal ein Schritt. Wir sind im Jahre 1904. Okay. Gucken wir mal nach was Einfacherem. Ich würde sagen, 60 km/h reicht aus für die Kurzstrecke. Dem stimmt ihr wahrscheinlich zu. Die sehr futuristische Big C ist eine Pionierin unter den aerodynamischen Lokomotiven. Dann nehmen wir die doch mal. So, Abteilwagen. Was haben wir hier? Wagen des Sultans. Ein speziell für den Sultan angefertigter Wagen. Wahrscheinlich... Kapazität 20. Ist aber für den Transport auch von normalen Passagieren gemacht.
Aber ich glaube, das brauchen wir nicht, ne? Nehmen wir einen Abteilwagen, das reicht. 11 Passagiere. Erstmal nur 3 Waggons. Ob das schon ausgeht, das werden wir sehen. Bam und... Ups. Da war was. Von Erigli nach Konya. So. Zack. Zack. Was? Ups. Also nochmal. Von hier nach da. Hat er gut zusammengefasst, von Eregli nach Konya. Also, Zug, ab mit dir. Oh, oh, wie die klingt. Oh, du süßes Ding. Ah, du bist so ein geiles Teil, du. Schön. Schön. Na, der schöne Name gefällt mir noch nicht so ganz. Konya. Hauptbahnhof. Na. Weil das ist hier der Hauptbahnhof von Konya. Und das ist der Hauptbahnhof von Egli. Von Erigli. So. Will natürlich noch nicht viel abwerfen. Aber, liebe Zuschauer, für diese Folge war es das. Ich hoffe, ihr habt einen Spaß, genauso wie ich. Ach ja, bevor ich es vergesse. Weihnachten ist ja vorbei, wenn diese Folge rauskommt. Und zwar kommt die Folge ja am 28. hinaus. Das ist drei Tage vor Silvester. Genau. Ja, mich würde interessieren, wie war euer Weihnachten? Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachten. Und ja, ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, wie euer Weihnachten so schön verbracht habt, was ihr so Schönes gemacht habt und so weiter. Ansonsten, von meiner Seite war es das. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute.